Willkommen zurück bei Siberia Nummer 3 bei der Achterbahn. Aber da komme ich momentan nicht weiter. Ich glaube, wir gucken uns einfach mal noch ein bisschen um. Vielleicht fehlt uns einfach auch noch irgendwas. Irgendein Hinweis oder irgendwas. Doc. Oder wir müssen vielleicht sogar erst diesen Automaten aktivieren. Für den brauchen wir ja auch noch den Schlüssel. Den haben wir ja auch noch nicht. So, hier bei der Bude waren wir ja schon. Niemand hier. Tuck. Niemand hier. Der will auch nicht mehr. Oder wir fragen Kirk mal. Der irgendwas weiß. Ist das hier? Können wir da rein? Nee. Kate, wo rennt sie jetzt hin? Warte mal, hier ist was. Da ist ein Tuck. Hat Frau Catwalk Metallmann am Strand gesehen? Ja, den versuche ich ja zu aktivieren. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich hin muss. Hier ist ein Brunnen. Und wir gehen mal zu Kirk und fragen ihn mal. Kirk? Beeil dich, Kate Walker. Ich bezweifle, dass uns unsere Verfolger lange rasten lassen werden. Ja, okay. Zug muss so schnell wie möglich weitergehen. Okay, die sagen uns auch nichts. Können wir hier noch irgendwo hin? Hier ist nichts. Da hinten. Können wir da irgendwie durch? Zum Riesenrad oder so? Nee. Jetzt hängt es ja fest. Hier, Popcornmaschine. Geht's hier hinter weiter? Ist auch nicht weiter. Ach, da können wir rein? Da war doch gerade ein... War doch gerade ein Symbol. Okay. Aber da hinten durch. Ach. Was ist das? Was soll denn das sein? Ein Teddy, oder? Hier können wir noch lang. Da haben wir was. Was haben wir da? Na, noch ein Kolben. Okay. Ja, da hätte ich ja lange probieren können. Was geht's hier? Was hätte das verursachen können? Ja, die Reaktorschmelze. Ach, was dieses Loch hätte verursachen können? Oder was? Weiß ich nicht. Aber was war denn da jetzt? Mit der Tür. Kommen wir da rein? Da? Okay, dann habe ich ja doch noch ein bisschen was übersehen gehabt. Da hätte ich ja lange probieren können mit der Achterbahn. Jetzt haben wir zwei so eine Kolben. Das heißt, wir können jetzt da zwei reinstecken. Jetzt weiß ich nur nicht, wo. Was ist hier? Hier ist eingestürzt. Völlig verstopft. Okay. Dahinter muss der Park liegen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Gibt es hier denn irgendwas? Da oben? Nee. Er hier hat auch nichts. Echt, dafür nur? Tja, was machen wir jetzt? Und jetzt habe ich zwei so eine Kolben, aber schlauer bin ich dadurch jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal ganz kurz diesen Schrieb oder dieses Plakat da an. Nicht Schrieb, dieses Plakat, was wir da drin hatten. Da standen noch zwei Zahlen drauf. Vielleicht merken wir uns die mal. Oder war das ein Minus? War das ein Minus oder war das ein Bindestrich? Das ist ja natürlich auch noch die Frage. Kannst du so sehen oder so, ne? Hier bei dem Ding hier. Nee, das ist ein Plus. +15 +25? Fragezeichen. Ja. Weiß ich nicht. Dann machen wir jetzt einfach mal bei der 15 und bei der 25 so einen Kolben rein. Und dann schauen wir mal, wo wir ankommen.
Oder muss man vielleicht... Weiß nicht, ich bin ja immer noch so ein bisschen... Vielleicht muss man auch den Einkolben bei der 25 reinmachen, ihn dann hochdrehen und dann bei der 15 einen reinmachen, weißt du? Wir gucken mal, wie das jetzt funktioniert. Nee, 15, 25. Warte mal, wir haben doch jetzt... Da, wenn wir jetzt den hier reinmachen, das jetzt hochdrehen... Okay, er bleibt nicht eingerastet. Dann klappt das so nicht. Dann müssen wir doch so. Und dann machen wir jetzt einfach mal bei der 25 und bei der 15 so ein Ding rein. Und dann fahren wir mal los. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach aus. Ansonsten gucken wir uns das Blatt nochmal an mit den Küsschen, Küsschen. Hier das Riesenrad, das ist ja auch noch. Was ist das da? Nichts Interessantes hier. Wie? Nichts Interessantes? Das Riesenradgate. Aber auch noch von dem. Boah, wo halten wir denn jetzt überhaupt? Irgendwo und nirgendwo. Da, ich sehe euch. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es gerade nicht. So, und jetzt ziehen wir den raus, oder? Jetzt sind wir ja nicht mehr ganz so schnell, ne? Und dann sind wir nur noch 25 km/h. Ja! Ja! Genau. Was? Warte. Raus mit dir. Wo sind wir denn jetzt? Vorsicht, Fallgefahr. Okay. Ja, sehr cool. Also 15 plus 25 ergibt Fragezeichen, quasi ergibt, dass wir hierher kommen. Das ist gut. Nur, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt auf der anderen Seite von da, wo wir geguckt haben? Nee, ne? Was ist das hier? Das ist auf einmal ganz gruselig hier. Was steht denn da? Ich weiß es nicht. Hier geht's runter und da hinten geht's da lang. Ticketautomat. Hallo. Nee, die wollen nicht. Oh, hier geht es auch noch Treppen hoch. Ach, hier sind wir auf der anderen Seite, oder? Dahinter muss der Park liegen. Nee, weiß nicht, sieht genauso aus. Gut, dann müssen wir doch Treppen runter. Wo kommen wir denn da hin? So, gehen wir hier hin. Was ist das? Die U-Bahn? Haben die nicht irgendwas gesagt von wegen U-Bahn-Station? Da war doch auch was in dem Schreiben drin. In dem Radio. Nicht dem Radio, dem. Wie heißt das? Die Zeitung, ja. Keiner kennt es heutzutage. Was haben wir hier? Der U-Bahn-Fahrplan. Okay, wir müssen ein bisschen. Und dann umsteigen, oder wie? Die rote Linie. I walk the line, oder was? Und da ist ein Knopf. Können wir darauf drücken? Nee. Können uns nur... Wer hat hier Wäsche aufgehangen? Sag mal, lebt hier noch jemand? Hier lebt noch jemand.
Was? Warte mal. Was ist das hier? Wie reizend. Okay. Ist das ein Geigerzähler? Die Zone ist mehr oder weniger sicher. Okay, da ist ein Koffer. Was ist das? Noch frisch. Ja. Für Andrei, meinen stolzen Soldaten. Okay. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass wir hier noch jemanden treffen könnten. Pilze? Tja, irgendwie muss er sich ja ernähren. Okay, ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen auf den Deckel. Wir gehen da mal rein. Hallo? Gut, jemand da? Was ist das hier? Mein Andrei. Okay. Ein Fotoalbum? Okay. Okay, da kommen wir nicht ran. Ein typisches Teenagerzimmer. Okay. Ich bin gerade voll, was? Damit habe ich echt nicht gerechnet. Oh. Huh? Wer sind Sie? Und was um alles in der Welt tun Sie hier? Hi. Entschuldigung, ich... Sie sind also das Frauenzimmer, das meinen Wagen genommen hat? Wegen Ihnen musste ich meine Beute die Gleise entlang schleppen. Was? Selber Frauenzimmer? Verzeihung? Was? Ich konnte nicht wissen, dass es Ihnen Schwierigkeiten bereitet, wenn ich den Wagen benutze. Es gibt keinen Grund, mich zu beleidigen. Beleidigen? Sie stehlen meinen Wagen, brechen in mein Haus ein und ich soll... Ha, das hat gerade noch gefehlt. Hier, braver Hund. Mama bringt dich in 0, nichts wieder zum Laufen. Wofür ist der Schlüssel gut? Zur Aktivierung der Automaten des Parks. Man muss sie immer mal wieder aufziehen, sonst werden die armen Dinger völlig neurasthenisch. Oder sogar bösartig. Und dann fallen sie aus. So. Ich brauche den Schlüssel. Was für einen Wagen haben wir genommen? Komm, wir stellen uns erstmal vor. Es war nicht meine Absicht, so einen schlechten Start hinzulegen. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Kate Walker. Ich begleite den Stamm der Yukol auf ihrem Zug in ihre heiligen Lande. Und Sie sind? Hoho, eine Amerikanerin. Ja, ich hätte darauf wetten können. Ich hätte es mir denken können. Eine Amerikanerin. Ich bin Oberfeldwebel Katerina Viktorowna Drozdolowa, Gewinnerin der Goldmedaille im Kugelstoßen bei der Moskauer Olympiade und Witwe des gefreiten Andrei Gregorowitsch Drozdolow, altgedienter Artillerieoffizier und Eiskunstlauf-Champion. Hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Katerina. Es könnte sein, dass Sie meine Rettung sind. Könnten Sie sich vorstellen, mir Ihren seltsamen Schlüssel zu leihen? Ich brauche ihn, um einen Automaten zu reparieren, den wir brauchen, um weiterzukommen. Sie sind wirklich höflich und drücken sich aus wie ein Buch, junges Fräulein. Sie haben Rückgrat, das gestehe ich Ihnen zu. Dieser Schlüssel ist extrem wertvoll für mich. Und nach allem, was ich weiß, können Sie und Ihre Wichtelbande eine Banditengang sein, die alles klauen wollen, was Sie kriegen können. Schrotthändler, die glauben, trotz der Strahlung sei hier eine Goldgrube. Ich habe das Gesindel mit einer Ladung Schrot verscheucht. Ich bestehe darauf. Lügen, hübsch hier. Ich will Sie nicht anlügen. Tut mir leid, wenn ich dränge, Katerina. Aber Ihr Schlüssel ist wirklich eine Frage von Leben und Tod für die Yukol und mich. Wir können nicht warten. Wenn Sie das sagen, Amerikanerin. Ich bin seit 40 Jahren hier. 40 Jahre?
Ich dachte, alle Überlebenden wären nach der Katastrophe fortgegangen. Mein Andrew Yusha war immer sehr gut organisiert. Er vermutete, dass der eingestürzte Eingang die Luft reinhielt. Aber für ihn war es leider schon zu spät. Ihr Mann wurde verstrahlt? Wir beide. Aber mir hat es nicht geschadet. So bin ich einfach. Oder vielleicht war ich wegen all des Mülls immun, den sie mir verabreicht haben, damit ich bei Olympia goldene Nippes hole. Und seither haben sie nie versucht, nach Weisenbohr zu gelangen? Nein. Ich hörte, dass alle Strahlenopfer dort in diese Klinik gesteckt wurden und nie wieder rauskamen. Außerdem hatte ich hier alles, was ich brauchte. Ein Heim. Ich bin meinem Andrew Yusha nah. Ich habe meinen Hund und so viel Beute, wie ich will. Warum stocken Sie Ihre Vorräte nicht auf, wenn Sie schon hier sind? Sogar diese Kümmerlinge müssen doch wohl was essen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden verfolgt und ohne Ihren Schlüssel sind wir aufgeschmissen. Tut mir leid, Fräulein. Aber dieser Schlüssel ist mir viel zu wichtig, als dass ich ihn einer Fremden leihen könnte. Katharina, bitte. Auf keinen Fall. Geben Sie sich keine Mühe. Und überhaupt, wenn Sie wirklich verfolgt werden, wie Sie sagen, gibt es hier viele Verstecke. Ich kann nicht ohne Katharinas Schlüssel gehen. Ich muss einen anderen Weg finden, sie zu überzeugen. Ja, okay. Sie kann doch auch einfach mitkommen. Alter, hat das Wildschwein zwei Köpfe? Das erinnert mich auch schon wieder an Fallout. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir denn den Schlüssel? Warte mal, wir haben doch hier noch ein Tagebuch gehabt, ne? War das ein Tagebuch oder was war denn das? Ne, ein Fotoalbum. Da, Fotoalbum. Warte. Da kam ja was. Papa und Mama in der... Was? Kolchose? Nahadosk? Was ist eine Kolchose? Ich hab euch so lieb. Okay. Die Uniform, die sie mir nach der Kriegserklärung gaben. Der Blick des Genossen-Quartiermeisters, als er meine Größe finden musste. Ja, okay. Ist die Größe von Katharinen gemeint? Aber warum stöbern wir denn jetzt hier in ihren Sachen rum? Was haben wir hier? Keine Ahnung, soll das... Was ist das hier? Ach, hier olympischen Dings hier, Spieler, ne? Hier sind die Ringer. Zur selben Zeit mobilisierte, aber nicht im selben Regiment. Was? Mobilisiert? Aber nicht im selben Regiment. Wenn ich daran denke, wie der Genosse Leutnant uns einmal beinahe bei einem unserer nächtlichen Treffen erwischt hätte. Haben die Techtelmechtel, guck mal hier, den Hubschrauber kennen wir doch, ne? Okay, und hier die Olympischen Spiele in Moskau nach nur einem Jahr an der Front. Goldmedaille für uns beide. Ja, schön. Sie im Kugelstoßen und er im Eiskunstlaufen, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. So, und da haben wir noch einen ellenlangen Text, der nicht übersetzt wird. Ein Schmucker Andryusha oder so. Okay, das kann ich euch leider nicht übersetzen. Das wird uns auch nicht übersetzt, anscheinend. Okay, Park Baranur. Der Vergnügungspark an unserem ersten Arbeitstag. Da sind sie hier angekommen. Der Vergnügungspark direkt nach dem S passierte. Die Reaktorschmelze, die wir hier hatten. Okay, und dann, oh nein. Ruhe in Frieden, mein Geliebter. Warum machst du ein Foto von dem Grab deines Mannes? Ja, okay, jeder trauert ja auf seine Art und Weise. So, und dann geht's noch weiter. Mein Flohsack mit Ersatzteilen. Du bist alles, was mir jetzt noch bleibt. Da ist er, der Kleine.
Ja, schade hier, diese kyrillischen Texte, die wurden leider nicht übersetzt, nur die einzelnen. Das ist doof. Oh, das geht ja noch weiter. Was ist das hier? Lavendel? Endlich habe ich es gefunden. Mein Foto vom Schönheitswettbewerb des Kreises Naodosk 1979. Der beste Tag in meinem Leben. Zweiter Platz. Und ich lernte Andrejuscha kennen. Echt? Sie ist Zweiter im Schönheitswettbewerb geworden? Okay. Na, da scheint die Konkurrenz ja nicht groß gewesen zu sein. Nein. ja, okay, aber können wir denn jetzt nochmal mit ihr reden? Irgendwie sie überzeugen oder so? Was macht sie da? Die Felle. Was haben wir hier? Was ist das? Sehen wir jetzt den letzten Akt unserer exklusiven Folge von Reaktor der Leidenschaft, ihrer Lieblingsserie mit einer exklusiven Mischung aus Liebe, Gier und Plutonium. Heute konfrontiert Pyotr seinen besten Freund Yuri. Worum es geht? Um das Herz der schönen Genia, die dem einen versprochen, doch rettungslos verliebt in den anderen ist. Und auch wenn keiner weiß, wie ihre Konfrontation enden wird, steht eins fest. Heute Abend ist die Luft erfüllt von jede Menge Testosteron und Leidenschaft. Yuri, ich würde dich nie um so etwas bitten. Dich, meine besten Freund. Wenn es nicht so wichtig wäre. Du verlangst, dass ich meine Hochzeit mit Genia absage und wagst es, mich noch meinen Freund zu nennen? Komm schon, Yuri. Du weißt, sie liebt mich. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Nicht? Und was hält Tatjana von all dem? Und eure Familie? Wissen sie, dass du vorhast, die Hochzeit für Genia abzusagen? Sie werden es akzeptieren müssen. Und dein Erbe von Onkel Josef aufs Spiel setzen? Du kannst so naiv sein, Pyotr. Was meinst du damit? Hat Mr. Nater dir nicht gesagt? Das Testament deines Onkels wurde heute Morgen verlesen. Der alte Josef scheint dir, Tatjana, postum einen letzten Streich gespielt zu haben. Du lügst, verdammt! Aber nein, es ist klar geregelt, dass du und sie sein Vermögen gemeinsam erbt. Wenn ihr heiratet und mindestens 10 Jahre lang verheiratet bleibt, es sei denn, einer von euch stirbt zuvor. Und das ist das Ende dieser exklusiven Folge von Reaktor der Leidenschaft. Schalten Sie später wieder ein, wenn wir wieder auf Sendung sind, um herauszufinden, wie es weitergeht. Ja, sehr cool. Reaktor der Leidenschaft. Mensch. Ist das immer dieselbe Folge? Ich hoffe doch nicht. Die kannst du bestimmt schon auswendig, ne? So, du, können wir noch mal? Was wollen Sie jetzt wieder? Ja, du, ich... Inventar öffnen. Fotoalbum. Hier. Ist doch deins. Nee, geht nicht. Können wir ihr denn irgendwas geben? Hier, guck mal, ich habe ein Andenken. Nein, danke. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, aber dafür brauche ich doch deinen Schlüssel. Wir bedrohen sie. Nein, danke. Das kann ich nicht gebrauchen. Okay. Dann, nein, das Tuch will ich dir nicht geben. Die Brille? Und wie wollen Sie ohne Brille die Strahlung sehen? Ja, ist ja egal. Du brauchst sie mehr. Hier kriegst du ein Zahnrad. Nein, danke. Das kann ich nicht gebrauchen. Dann kriegst du ein... Vorarlberg-Schraubenschlüssel. Mein Schlüssel reicht mir, andere brauche ich nicht. Dann kriegst du einen Kolben? Nein, danke. Das kann ich nicht gebrauchen. Müssen wir es doch mit dem Tuch versuchen? Das ist ein schönes Tuch, aber nicht schön genug, um es gegen meinen Schlüssel zu tauschen. Okay, wir haben noch nichts, was sie haben will. Ihren Aktivierungsschlüssel. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nein. Guck mal hier, ihre Medaillen. Oder Pokale. Einige olympische Medaillen. Warum hat sie die hier mitgehabt? Ich dachte, die war hier im Einsatz. Ach nee, die war nicht im Einsatz. Ne? Einige olympische Medaillen. Ja gut. So kommen wir erstmal nicht voran bei der guten Dame.
Wie ist es denn hier mit dem Schrank noch? Können wir hier irgendwas machen? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, warum wir uns den angucken können. Gut, dann geh erstmal raus. Tja. Na denn. Dann weiß ich auch nicht. Geht's hier noch irgendwo lang? Was ist das? Keine Ahnung. So, dann bleibt trotzdem die Frage, was machen wir denn jetzt als nächstes? Vor allen Dingen, was könnten wir ihr anbieten? Warte mal, der Hundi. Was hat denn der Hundi? Der ist hier irgendwo. Hundi? Was ist los? Sieht aus, als hätte er etwas gefunden. Was denn da? Die Hundemarken, bestimmt von ihrem Mann, oder? Völlig verstopft. Dahinter muss der Park liegen. Okay. Zeig mal her. Hundemarke? Hundemarke, 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 Hundemarke. Von wem sind die? Die sind doch bestimmt von ihrem Mann, oder? Und die will sie dann haben. Oh, das ist aber... Die sollten wir ihr eigentlich sowieso geben. Naja. Wenn wir anders nicht weiterkommen, dann lässt sie uns ja gerade keine andere Wahl. Ich hätte sie ihr so oder so gegeben und den Schlüssel kriegt sie ja auch wieder. Also ihr Hund kann ja dann weiter bestehen. Wir müssen ja nur einmal aktivieren dann, ne? Oder kriegt sie den Schlüssel wieder? Ich weiß nicht, wir müssen den ja auch immer wieder aufziehen, oder? Du? Was wollen Sie jetzt wieder? Ich habe hier was gefunden. Ich habe diese Hundemarke gefunden. Ich glaube, sie gehörte Ihrem Mann. Ja, die ist von meinem Andrei. Mein strammer Soldat. Gefreiter Andrei Gregorowitsch Drostol. Ich suche sie schon, seit er gestorben ist. Sie lagen in dem Schutt, der den Eingang zur U-Bahn blockiert. Er muss sie beim Einsturz verloren haben. Ich, wissen Sie, sie bedeutet mir viel. Süße Erinnerung. Ich kann sie zu den Kleidern meines Andrejuscha in den Kleiderschrank legen. Dort drüben. Nicht der Rede wert, Katharina. Seit dem Ende des Krieges hatten sie einen gewissen Sammlerwert. Ein Räuber hätte sie behalten. Ich, jetzt weiß ich, dass ich ihnen vertrauen kann. Also nehmen Sie meinen Schlüssel. Eine letzte Frage noch, bevor ich gehe. Sie sagten, die Luft im U-Bahn-Tunnel sei sauber. Führt der aus der Stadt hinaus? Ja. Folgen Sie einfach den Gleisen hinter meinem Quartier, dann verlassen Sie Baranur durch die Station Olympiastadion am Ende der Linie. Das ist die Endhaltestelle. So vermeiden Sie nicht nur die Strahlung, Sie haben auch Strom. Einer der wenigen noch funktionierenden Stromkreise der Stadt. Seien Sie nur vorsichtig. Ein paar Rohre sind gebrochen und haben einige Korridore mit Seewasser überschwemmt. Danke, Katharina, für alles. Okay, schön. Vertraut sie uns doch noch. Finde ich auch gut, dass Kate sie jetzt nicht unter Druck gesetzt hat. Mit von wegen, gib mir den Schlüssel und dann kriegst du die wieder, sondern dass sie ihr die einfach so gegeben hat. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, in der nächsten Runde gucken wir dann mal, dass wir unseren Automaten aktivieren. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn, bye bye. Ich krieg jetzt einen Salat.